mir. Ich bin in der neuen Wohnung und ich hoffe, es hallt nicht so sehr. Denn ja, ich nehme euch das Video jetzt hier, schaut mal, in dem Zimmer meiner Jungs auf. Denn mein Schlafzimmer sieht noch aus wie ja, eine Baustelle. Von daher hoffe ich, dass es euch nicht stört. Aber ich mache mit bei einem Valentins-Special, bei dem sehr viele YouTuber mitmachen. Und ihr könnt euch das so vorstellen, dass wir wichteln. Genau, das heißt, ich habe ein Paket an jemanden geschickt und ich habe selber auch eins bekommen. Und zwar sieht das Ganze so aus. Das werden wir gleich zusammen auspacken. Ich kann euch natürlich auch ja, denjenigen, den ich beschenkt habe, unten in die Infobox verlinken. Da könnt ihr gerne bei der lieben Maus vorbeischauen. Ich möchte den Namen jetzt nicht verraten, aber in der Infobox steht er drinne. Ich verlinke euch auch die Seite, bei der ihr reinschauen könnt. Da seht ihr halt alle YouTuber, die bei dieser Aktion mitgemacht haben. Und ja, es ist einfach schön, ja, etwas zu verschenken und etwas zurückzubekommen. Fangen wir einfach mal an und packen das Paket zusammen aus. So sieht der Inhalt meines Paketes aus. Ich weiß ja immer noch nicht, wer mir dieses Paket zugeschickt hat. Tadadada, aber ich denke mal, hier drinnen wird es stehen. Und hier steht, ich kann es euch ja zeigen, hi Sunny Beauty, wir sind Timo und Steffi vom Kanal Patchwork Family. Wir haben dir ein kleines Paket vorbereitet und hoffen, es gefällt dir. Liebe Grüße, Steffi und Timo. Danke, liebe Steffi. Danke, lieber Timo. Ich werde mir euren Kanal natürlich anschauen. Ich muss zugeben, dass ich euch noch nicht kenne. Also, ich kenne den Kanal Patchwork Familie nicht. Von daher würde ich sagen, wir schauen einfach zusammen rein. Ich schaue mir den Kanal an und ihr könnt euch den Kanal ja auch gerne anschauen. Patchwork Familie, ich denke mal, das ist eine zusammengewürfelte Familie. Mama, Papa, Stiefgeschwister. Von daher, falls euch sowas interessiert, dann schaut gerne vorbei. So, nicht viel Gelaber. Ich möchte wissen, was jetzt hier drin steckt. Fangen wir hiermit an und Bonbons! Also, ich denke, es sind Bonbons. Ich finde es sehr schön gemacht. Ja, eine schöne Blume, Schleifchen. Ich werde das Ganze einfach aufreißen. Ich habe keine Lust mehr zu warten und mache das immer mit Geschenken. Also da geht es bei mir immer ratzfatz. Okay. Bonbons, genau. Herzchen, Bonbons. Vielen, vielen Dank. Ja, werden sich meine Kinder und ich drüber freuen. Weiter geht's hier mit. Okay, ich dachte, das wäre vielleicht eine Cola-Dose oder sowas. Ach nee, gar nicht wahr. Bestimmt irgendwas zum Duschen oder... Ich habe nämlich entdeckt, hier ist ein Hals dran. So. Ja, ein Schauergel. Bad und Schauergel von Madonna. Wie viel sind enthalten? Ich schaue gerade hier. Ich kenne das nämlich noch gar nicht, das Duschgel. 250 Milliliter sind enthalten. Kennt ihr das? Ich kenne das wirklich oder habe das vorher noch nie gesehen. Oh, riecht aber gut. Vielen, vielen Dank dafür. So, ich glaube, ich müsste mich ein bisschen was sputen, denn es wird dunkel. Ich habe hier noch keine Softboxen, noch gar nichts. Deswegen muss ich ein bisschen schnell machen, bevor es komplett dunkel wird. Schaut mal hier. Eingepackt wie ein Bonbon, ein großer Bonbon. Zack, aufreißen und hier auch nochmal, was könnte es sein? Ich weiß es nicht, ich dachte Lippenstift. Ja, Lippenstift! Ah, der ist von Beauty Woman und schaut so aus. Den können wir direkt mal auspacken. Und vielleicht auf die Lippen schmieren. Okay, eine gewagte Farbe. Ich habe jetzt keinen Spiegel. So, und? Was sagt ihr? Steht er mir? So, ich hoffe, ich habe den jetzt überall aufgetragen. Joa. Joa. Daumen hoch. Weiter geht's hiermit und aufreißen. Ich muss mich wirklich sputen, es wird gleich dunkel. Und dann seht ihr mich nicht mehr. So. Ach, wie süß.
grau, weil vorher war es ja hier rot. Ah, jetzt haben wir hier auch noch ein grau. Vielleicht ist das was für meine Kinder noch. Oh, das ist so süß. Oh Gott, ist das süß. Schaut mal. Oh, total süß. Schaut mal. Eine Mütze und hier einmal so ein Schal. Oh, und bestimmt, das ist bestimmt nochmal für den Zwilling, oder? Bestimmt. Wartet. Ja! Also ist das bei euch auch so, dass ihr euch mehr für eure Kinder freut als für euch? Also so, wenn es um Geschenke geht. Ja, vielen, vielen Dank. Also ich muss sagen, da freue ich mich super drüber. Oh, das ist bestimmt sowas Selbstgenähtes. Näht ihr das selber? So macht ihr das selber? Oh, total süß. Ich habe das auch schon auf Facebook gesehen. Da macht das auch eine Mama. Und da wollte ich mir auch schon sowas bestellen. Lasst euch nicht stören, aber meine Schwester ist da und passt gerade auf die Kinder auf, während ich das Video drehe. Oh, das ist so süß. Mein Highlight bis jetzt. Ah, danke. Ah, oh, da sehen meine Zwerge bestimmt super süß drinnen aus. Ich werde mein Foto machen. Mal gucken, ob ich es noch schaffe, hier reinzuschneiden. Sonst seht ihr es auf Instagram unter SennaBeauty85. Mal schauen, das ist total süß. Oh, danke. Ja, super. Vor Freude habe ich nicht gemerkt, dass meine Kamera ausgegangen ist. Ich habe das Ganze schon aufgerissen und ich habe eigentlich noch gesagt, dass ich denke, dass dieses letzte Päckchen, was drin ist, für meine Tochter Lina sein könnte. Und ja, ich habe recht behalten. Nochmal so ein Set. Wie geil ist das denn? Die sind wirklich so süß. Und irgendwie, ach, ich weiß nicht, warum ich mich das nicht vorher schon bestellt habe. Vielleicht deswegen, weil ich irgendwie geahnt habe, dass ich sowas geschenkt bekomme. Nein, wirklich. Also ich finde das wirklich super, super schön. Och, das ist so süß. Vielen, vielen Dank. Oh, danke. Ich freue mich wirklich total. Oh. Ich habe mir jetzt die Zeit genommen und habe mir euren Kanal angeschaut und kann euch sagen, also an alle meine Zuschauer, wenn ihr Videos mögt, die unkompliziert sind und nicht mit viel Schnickschnack und übers Leben erzählen, und ich weiß jetzt, dass du die selber gemacht hast, denn ich habe in deinen Videos gesehen, dass du halt ja viel Nähzeug da hast und ja viel zu nähen, von daher hast du sie selber gemacht. Vielen, vielen Dank. Ja, dann schaut gerne bei Steffi und Timo vorbei. Wie schon gesagt, Videos aus dem Leben, Videos, ja, die einfach vom Leben erzählen und ohne dieses viele Schnickschnack und Bearbeitung und dies und das. Wenn ihr sowas mögt, dann schaut auf jeden Fall vorbei. Genau, Senne, langsam. Es wird auch dunkel, erkennt ihr mich überhaupt noch? Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Und nicht vergessen, bei allen anderen Mädels vorbeizuschauen. Ich werde euch unten den Link verlinken. Und da könnt ihr schauen, was wir YouTuber uns gegenseitig geschenkt haben. Bis zu einem weiteren Video von mir. Und ich hoffe, dann sieht es nicht mehr so chaotisch aus bei mir wie jetzt. Bitte, bitte Gott, hilf mir, alles so schnell wie möglich einzuräumen und vor allem meine Schminkecke richtig schön hübsch aufzumachen. Ja, für schöne Videos für euch. Ich hoffe, ihr genießt den Valentinstag mit euren Liebsten, auch wenn ihr keinen Freund oder keinen Mann habt oder was auch immer. Nehmt euch eure beste Freundin, eure Mami, eure Tante und genießt die gemeinsame Zeit, denn ich weiß, manchmal macht man das viel zu selten und ja, an solchen Tagen nimmt man sich vielleicht die Zeit dafür. Ich glaube, ich hatte mich schon verabschiedet, aber red hier noch 2-3 Minuten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns bei einem weiteren wieder. Tschüss!